Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir befinden uns hier in der Zone Kirchberg. Aktuell läuft hier die Ausstellung Ehrenamt wozu? Kirchberg hat ein sehr reges und vitales und vielschichtiges Vereinsleben, dem wir mit dieser Ausstellung eine große Bühne gegeben haben und wo wir ganz, ganz viele engagierte Persönlichkeiten vor den Vorhang geholt haben. Gemeinsam mit dem Ausstellungsinitiator von Vulkan.tv Günther Duscher und der Anneliese Rauscher von der Zone Kirchberg, mit meiner Wenigkeit Julia Fellner, lade ich Sie nun ein auf einen virtuellen Rundgang durch diese Ausstellung. Im Zuge unserer Recherchen haben wir überlegt, was Ehrenamt sein kann oder was es ist, und sind zu dem Schluss gekommen, dass Ehrenamt Begegnung ist. Und aus zahlreichen Interviews haben wir herausgehört, welche Begegnungen stattfinden können. Es ist eigentlich immer ein Austausch, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und wir haben einige Worte hier auf diesen Papierbahnen aufgelistet. Wir lesen da, es ist ausgleichend, gestaltend, beistehend, unentgeltlich. Und hier auf dem Boden haben wir dann auch noch einige Worte aufgelistet. Es ist nämlich das, was wir zurückbekommen, ist Freude, Leben, Zusammenwirken, Verantwortung übernehmen. Und dieser Wortteppich, der führt in diesen Kubus hinein, und diesen Kubus werden wir dann später erklären. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite haben wir eine Pinnwand. Und auf dieser Pinnwand haben wir allen engagierten Menschen, die einem Verein und Vereinigungen vorstehen, eine Bühne geboten. Wir haben in Kirchberg ungefähr 85 Vereine und haben da einen schönen Querschnitt zusammengefasst. Und es war uns wichtig, dass wir mal ein Foto, also ein Bild von diesen Personen und den Namen miteinander verknüpfen und sich jeder vorstellen kann, welchem Verein diese Person vorsteht. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite oder auf dieser Seite haben wir die Julia, die uns diese Wand erläutern wird. Ehrenamt ist nicht immer lustig. Es gibt auch einige Herausforderungen, denen man sich als Obmann, als Obfrau stellen muss oder als Sprecher oder Sprecherin. Und das ist der Grund, warum es diese Tafel oder diese Wand jetzt gibt. Hier geht es darum, sich aktiv den Fragen der Zukunft des Ehrenamts zu widmen und wie man es aktiv gestalten kann. Man ist auch eingeladen, hier mittels Post-its seine Idee oder seine Meinung zu hinterlassen. Und weiters haben wir uns ein Format überlegt mittels Talkrunden, wo wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten, die in diesem Bereich tätig sind und sich da vertiefen, dieser Frage der Zukunft auf die Schliche kommen wollen und gemeinsam diskutieren. In dieser Station haben wir ehrenamtliche Personen aus Kirchberg aufgenommen, von der Landjugend Kirchberg bis zum Seniorenbund. Und wenn man auf diesen Knopf drückt, dann kann man sich diese Personen, diesen Film anschauen. Ich bin die Obfrau vom Elternverein Kirchberg an der Raab. Ich bin Leiter von der Jungscher Gruppe in Kirchberg an der Raab. Ich bin Obfrau des Seniorenbundes Kirchberg. Ich bin Präsident und Kanzler der Faschingsgilde Kirchberg und Obmann des ESV. So, zum Abschluss sind wir bei dem sogenannten Kubus. Wir haben einen runden Spiegel installiert. Da kann sich jeder Gast sich selber in den Spiegel schauen und überlegen, was kann ich in diese Gesellschaft einbringen, wo kann ich die ehrenamtlichen Personen unterstützen, welche Fähigkeiten habe ich selbst. Und zum Schluss möchte ich mich bei allen ehrenamtlichen und freiwilligen Personen in Kirchberg bedanken. Ihr leistet tolle Arbeit. Wir sind sehr stolz auf euch, dass es euch gibt, und wir laden alle ein, besucht diese Ausstellung, hinterlasst einen Kommentar, wir würden uns sehr freuen und danke fürs Zuschauen.